Was geht ab, Freunde? Heute werden wir uns gemeinsam ein Grundstück anschauen, was echt verdammt komisch ist. Es geht um dieses Grundstück. Das wurde sogar dreimal gereportet. Und jetzt passt mal auf, was ich hier gerade entdeckt habe. Jetzt passt wirklich auf. Ich dachte erst so, hä? Und da wusste ich, ich muss sofort die Aufnahme anmachen, kann ich euch sagen. Gesichertes Gelände. Hier wohnt Herobrine. Also, hier wohnt anscheinend Herobrine. Ich kann euch das auch mal ganz kurz zeigen. PI, Besitzer Herobrine-de. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier einfach mal an. Betreten auf eigene Gefahr. Im Todesfall werden keine Items erstattet. Letzte Chance umzudrehen. Ab hier besteht keine Sicherheit mehr. Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe gar keine Items dabei, außer einen Glasblock. Und das hält uns ganz bestimmt nicht davon ab, jetzt diese Treppe hochzugehen. Und guckt mal, da oben ist Herobrine-de. Wenn ihr nicht wisst, wer Herobrine ist, ich denke mal, die meisten von euch sollten wissen, wer Herobrine ist. Für die, die wissen, wer Herobrine ist, schreibt doch einfach mal in die Kommentare eine kleine Erklärung, dann wissen die Leute, die nicht wissen, wer Herobrine ist, wer Herobrine ist. Übelst ein Zungenbrecher, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das jetzt erkläre, da würde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit ausholen. Deswegen, für alle die, die wissen, wer Herobrine ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare, damit alle die, die nicht Bescheid wissen, wer Herobrine ist, Bescheid wissen. Gut. Lauf. Warte mal, was stand hier noch? Das habe ich, glaube ich. Ach, hier stand gar nichts. Okay. Lauf. Solange du noch kannst. Okay. Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Ganze hier doch einfach mal an. Was steht hier? Pass auf. Hier sind überall Schilder, die einem. Oh Gott, da ist er. Ey, das. Ich dachte gerade schon. Oh Gott. Und jetzt versteckt er sich dahinter. Ich würde sagen, wir. Wollen wir ihm einfach mal. Wollen wir ihm einfach mal schreiben? Oder wollen wir ihn einfach. Okay, jetzt ist er. Okay, jetzt ist er eh weg. Okay, komisch. Komisch. Aber wir schauen uns das Ganze hier einfach mal an. Okay, hier sind auf jeden Fall überall Spinnenweben. Essensbereich. Und überall stehen diese Totenkopfwächter, ne? Krass, ne? Und alles ist richtig dark und düster. Und überall sind hier Spinnenweben von innen. Hier kriegt man ja schon fast Angst. Hier, wartet mal, ich mach mal ganz kurz Neid für die richtige Stimmung. So, wartet mal. Wo? Jetzt ist er da vor dem Fenster und versucht uns Angst zu machen. Ein bisschen creepy ist das ja schon auf jeden Fall. Aber, okay, jetzt ist er weg. Okay, wartet mal. Wo ist er denn hin? Wartet mal, hier geht's sogar noch nach oben. Das habe ich hier mir noch gar nicht angeschaut. Was hat er denn hier? Ein Abstellraum, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ich schaue mir erstmal ganz gemütlich die Villa an und guck einfach erstmal, was Herobrine so macht. Ich werde jetzt einfach erstmal so tun, als wenn er gar nicht da war. Ich werde ihn einfach ignorieren. Vielleicht schreibt er uns ja auch irgendwann ganz von alleine an. Okay, ja, hier, das haben wir schon. Hier ist ein Schlafzimmer. Okay, ja, hier, keine Ahnung, was das sein soll. Einfach eine kleine Farm. Okay, und ja, und hier wohnt anscheinend Herobrine drin. Oh Gott. Oh Gott. Also, wie man jemanden wahnsinnig macht, das weiß er auf jeden Fall. Ich werde mir. Ey, das ist ja mal mega das krasse Versteck, aber ich sehe dich leider. MSG. MSG. Herobrine. Ich sehe dich. Hey, wie sieht denn das aus? Jetzt. Hauptsache, er macht so. Jetzt komm raus. Warum rennt er denn jetzt weg, Mensch? Und ich dachte, man soll Angst vor ihm haben. Wie gesagt, dreimal wurde das Grundstück auch reported, deswegen irgendwas muss er auf jeden Fall abgeben. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke mal, euch interessiert das mindestens genauso wie mich. Jetzt schreibt er, hallo Fremder. Hallöchen. Hallöchen. Mensch, das ist so komisch, ne? Ich weiß ja, dass einige von euch auf dem Server auch mal Roleplay machen und so. Aber sowas habe ich auch noch nicht gehabt, Freunde. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Gefällt dir meine schaurige Residenz? Ist nicht für jedermann. Also, deine Residenz finde ich vorzüglich. Mensch, warum reden denn alle immer so hochgestochen? Gefällt dir meine schaurige Residenz? Aber das kann ich auch. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er schon wieder weg. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin, sag mal?
Er schreibt gut, sehr gut. Er hat sich wieder aus dem Staub gemacht. Er ist wieder weg. Hier ist natürlich noch eine Küche und so, also, aber jetzt so langsam würde ich gerne mal wissen, was er denn jetzt hier vorhat, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr hier reingegangen wärt oder ob ihr es durch die Schilder gelassen hättet. Die Schilder, die hier vorne waren, würde mich mal interessieren. Hätten euch die Schilder abgeschreckt oder eher nicht? Da ist er auf jeden Fall wieder. Was soll das Ganze hier? So, das soll er uns mal echt mal ehrlich beantworten. Und wie gesagt, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es immer noch im Hinterkopf die ganze Zeit. Die drei Reports. Der scheint hier anscheinend gar nicht mal so nach den Regeln zu spielen, wenn es nach den Reports geht. Kein Steve kann das verstehen. Jetzt spricht er auch noch in Rätseln. Kein Steve kann das hier verstehen. Was soll mir denn das jetzt sagen? Ich dachte, du bist so gefährlich und ich darf hier nicht rein. Ich bin länger als der Server hier und älter als Minecraft. Bist du der echte Hero Brian? Hero Brian oder was? Wahrscheinlich antwortet er jetzt auch noch ja, so wie ich ihn kenne, ey. Oh Mann, ey. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Der echte Hero Brian ist das ganz bestimmt nicht. Der echte Hero Brian heißt einfach Hero Brian und ich... Ah, okay, er schreibt auch XD. Ich weiß doch. XD. Wollte nur gucken, ob du mich verarscht. So. Ich finde das einfach... Jetzt schreibt er selber, dass er es einfach lustig findet. Ist mal was anderes, als ein ganz normales GS zu bauen. Ja, da gebe ich dir recht. Jetzt schreibt er, komm mal mit. Okay, das machen wir doch einfach mal. Wo ist er denn? Da oben ist er. Dann folgen wir ihm doch einfach mal. So. 4O. Ach, hier oben waren wir auch gerade. Okay, wo sollen wir denn jetzt... Wo sollen wir denn jetzt hin? Okay, Besprechungs... Jetzt sind wir im Besprechungsraum. Nimm Platz. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay. Dann würde ich sagen, dann warten wir einfach mal. Alles klar. Ich warte. Krass, wie die doch hier eingerichtet ist, die Villa. Ne? Das muss man ja auf jeden Fall mal sagen, ne? Okay, wo... Da... Jetzt ist er da unten... Das Ding ist, das ist ja alles so komisch, ne? Bis jetzt habe ich aber noch nichts gefunden, wegen den Reports, ne? Er scheint hier anscheinend wirklich, also bis jetzt, was wir hier gesehen haben, nur sein Herobrine-Ding durch. Okay. Jetzt, wir sollen anscheinend mitkommen. Hier geht's auch nochmal nach... Jetzt geht's hier nach unten. Ey, sorry, dass ich gerade so ein bisschen verwirrt bin, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, was er mit mir vorhat. Was ist denn jetzt? Hä, jetzt ist er schon wieder weg. Nee, da ist er. Da ist er. Okay, jetzt sollen wir hier rein. Okay. Ja, aber... Wie alt bist du? Was soll ich hier? Was willst du von mir? Er fragt mich einfach wieder, wie alt bin ich? Ich schreibe jetzt einfach mal 16. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Okay, das ist noch vertretbar. Nein, oder? Nein! Hauptsache, er fragt uns, wie alt wir sind. Und dann sagt er, das ist noch vertretbar. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt, ihr habt schon gesehen, ich bin in Game Mode 1 gegangen. Und jetzt baue ich mich hier mal raus. So. Zack. Und jetzt brauche ich nämlich mal Lava.
Und jetzt werden wir den guten Herobrine nämlich mal umbringen. So. So ist das Ganze nämlich. Und deswegen hat er anscheinend hier die Reports, weil der ist anscheinend so mysteriös. Die Leute kommen her und fragen sich auch, was der macht hier. Und dann lockt er die hier rein und bringt die einfach um. Ich glaub's ja nicht. Oh nein, du bist ein Admin, oder? Ja, das bin ich. Okay. Das Ding ist, Freunde, ich weiß bloß gerade nicht, was ich machen soll, weil schaut mal, er hat hier vor seinem Grundstück, wenn ich mich recht erinnere, hier steht, betreten auf eigene Gefahr, im Todesfall werden keine Items erstattet. Also, man muss ihm ja lassen, eine Warnung stand vor dem Grundstück, ne? Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ich hatte eigentlich jetzt vor, einen Community Grief zu machen, ne? Ich finde die Villa aber so krass, ne? Und es ist ja schon ein bisschen auf Roleplay-mäßig, dass er das hier so macht, ne? Deswegen glaube ich, ist ein Community Grief so krass. Er schreibt es ja hin, ne? Betreten auf eigene Gefahr. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das ja anders. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Denkt dran, hier bei dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, falls es euch gefallen hat. Und kommt gerne mal auf meinem Server vorbei, durchrasten.de. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ist nur so ein bisschen Roleplay, weißt du? Ich will die Leute halt ein bisschen auf den Arm nehmen. Ja, ich weiß. Alles gut. Du warnst die Leute ja auch vor deinem GS. Aber übertreib's nicht. So, ich glaube, dann wäre das Ganze geklärt und ihr wisst jetzt ja auch Bescheid, dass ihr besser nicht zu dem guten Herobrine.de gehen solltet, weil er euch dann umbringt. Naja, gut. Dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Denkt dran, Daumen nach oben und falls es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten, dann weiß ich, dass ich mich verbessern kann. Kommt alle mal vorbei auf meinem Server durchrast.de, seid alle herzlich eingeladen. Vielleicht sieht man sich ja mal auch da. Die Server-IP findet ihr oben in der Videobeschreibung. Das ist der Server, wo ich auch immer hier auf den Videos drauf spiele. Und dann war es jetzt mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss.